Hallo und herzlich willkommen in Evelins Küche. Wir machen weiter mit unserer Outdoor-Gericht-Produktion, also Outdoor-Fertiggericht selber machen, Experimentierreihe. Ich muss mir dafür irgendeinen schmissigen Namen noch einfallen lassen. Hast du eine Idee? Outdoor selber OS, mach OSM. Was war das andere? Outdoor selber OSM mach. OSM klingt jetzt irgendwie komisch. Outdoor selber, wir basteln was. Ja, jedenfalls versuchen wir gerade Nudelfanne mit Soja und Gemüse hinzubekommen. Du wirst mich, das hat 32.000 Kalorien, das geht nicht. Ja, oh, das wäre aber geil. Ja. Grundsätzlich, darf ich dich weiter verwirren? Absolut. Haben wir hier jetzt Folgendes. Wir haben hier einmal diese Asia Instant Nudeln, hier eine solche Platte. Wir haben gerade ausgerechnet, eine so eine Platte hat das, 88 Gramm. Die hat 95 Gramm und 340 Kalorien. 95, wir haben die jetzt extra abgewogen. Also die haben so irgendwas zwischen 80 und 100 Gramm, so ungefähr eine so eine Platte. Wie viele Kalorien? 340. Das soll jetzt eine Portion für eine Person werden, wohlgemerkt. Dazu... Also das ist ja klar, das muss man in heißes Wasser schmeißen, dann schmilzt das. Wenn man es einmal durchbricht, dann hat man halt ziemlich lange Nudeln. Wenn man es zweimal durchbricht, also viermal insgesamt durchbricht, dann hat man halt nicht ganz so lange Nudeln. Das werden wir jetzt tun. Hier Schüssel, ich breche. Ah! Das fliegt jetzt alles in der Küche rum, macht nichts. Du brichst vor laufender Kamera. Ich breche. Ja, egal. Also so ungefähr zumindest. Und das ist jetzt da drin. Tada! Und wir haben hier auch bereits eine Soßenmischung gemacht. Und die Idee ist jetzt, dass wir das quasi so machen wie bei diesen, diesen Asianudeln aus der Tüte. Mit dem Unterschied, dass unsere Soße hier hundertprozentig zusatzstofffrei ist. Ne? Da ist also nichts Natrium, Glutamat und sonst was drin, leider. Wobei, vielleicht ist im Gewürz was drin gewesen, weiß ich nicht. Ja, scheiß drauf. Wenn wir das wollen. Jedenfalls ist sie fast zusatzstofffrei. Bestehend ist jetzt dieses Zeug, diese Soßenmischung, sage ich jetzt mal, aus, jetzt habt ihr sie gesehen, ein Haufen getrocknetem Gemüse. Da ist drin Möhren, Pastinaken, Sellerie, Lauch und Petersilie. Und dann haben wir noch drin, Sojageschnetzel. Also das hier ist zum Beispiel jetzt so ein Stück Sojagedönse. Und für die Eiweiß, ne? Irgendwo muss das Eiweiß ja herkommen und dann ist so ein Sojazeug, das ist übrigens Bio, also aus nicht böser Landwirtschaft, hoffe ich zumindest. Was haben wir noch drin? Wir haben ja Suppengewürz, habe ich gesagt. Dann haben wir Tomatenpulver drin. Das schwirrt hier mehr oder weniger unten in der Schüssel, kann man hier schön sehen. Einfach als Soßengrundlage, das soll eine Art Tomatensoße quasi werden. Bisschen Speisestärke, 10 Gramm. Und diverse Gewürze haben wir jetzt noch dran gekippt. Und zwar Salz, Pfeffer, Paprika und entsprechend halt so eine Gewürzmischung für Fleisch, weil wir nicht sicher sind, nach was Sojafleisch schmeckt, wenn man da nicht Fleischgewürz dran schmeißt, damit man wenigstens den Eindruck bekommt, ne? Geschmacksnerven verarschen, es wäre richtiges Fleisch. Ist es nicht, ist schlimm genug, aber ja. So, Plan ist jetzt also, diese Nudeln quasi einfach in heißem Wasser ziehen lassen. Dann, wenn die fertig gezogen sind, quasi die Würzmischung dazugeben, alles nochmal umrühren, nochmal ein bisschen ziehen lassen, damit auch das Gemüse eben entsprechend nochmal etwas zieht. Könnte insgesamt eine relativ lange Ziehzeit haben, wenn man möchte, dass das Gemüse weich wird. Ich würde das Gemüse und die Soße schon von Anfang an reinschmeißen. Meinst du? Ah ja, komm. Ja gut, dann machen wir das. Dann schmeißen wir alles zusammen und kippen einfach heißes Wasser drüber und gucken, was passiert. Das hat ja letztes Mal auch schon ganz gut geklappt. Lass kippen. Kipp it! Speisestärke neigt zum Stauben. Zum Glück haben wir keine Kerze auf dem Tisch. Ja, besser. Staubexplosion. Oh, cool. Das wäre lustig. Nee, nicht hier drin. Ja, ist ja deine Wohnung. So, Mach mal einen Schnitt. Ich mache einen Schnitt.
So, inzwischen haben wir noch ein bisschen weiter gerechnet. Wasser wird gerade heiß. Wichtig ist, das Gericht ist jetzt so in der aktuellen Zusammenstellung. Ich zeige euch mal gerade die aktuelle, den aktuellen Speiseplan. Tada! Ist in dieser aktuellen Zusammenstellung noch nicht so wirklich gut, weil es hat nur 340 Kalorien pro 100 Gramm. Das ist natürlich ein bisschen wenig. 320 sogar nur. Das ist wirklich ein bisschen wenig. Das bedeutet, Plan wäre also zur Anpassung, da muss noch Käse an die Soße. Macht sowieso Sinn, so geschmacklich, finde ich. Kann man da durchaus ernsthaft drüber nachdenken. Und wenn man jetzt sagt, man streut hier jetzt noch eine gewisse Menge Parmesan drüber, und zwar ordentlich, müssen wir jetzt nicht wirklich unbedingt machen. Man kann ja einfach davon ausgehen, dass man das dann machen könnte. Hast du eigentlich Reibekäse da? Ja, ich habe normalen Reibekäse. Ja, ja, eben. Ohne meinen Spezialreibekäse aufzumachen. Sehr gut. Dann probieren wir das auch noch aus. Machen wir noch ein bisschen Reibekäse dran. Und dann kommen wir auch auf, wenn man da jetzt wirklich nochmal ordentlich drüber reibt, damit das auch noch was schmeckt, dann kommt man auch dann auf 400 Kalorien ungefähr oder 380. Und das ist dann in Ordnung. Das ist nicht super toll, aber dafür ist es ja auch selbst gemacht. Lecker, anteilig bio und fast ohne böse Zusatzstoffe. Wir sind gespannt. Achso, bezüglich lecker. Hoffen wir. Wissen wir nicht. Ja. So, der Moment gekommen ist, wo wir das Wasser drüber kippen tun. Halt, jetzt. Faszinierend, nicht wahr? Noch nie hat jemand gesehen, wie man... Bist du sicher? Ja. Wir wollen nicht zu viel Wasser nehmen. Na gut, dann nehmen wir noch mehr Wasser. Das müssten jetzt so circa 250-260 Milliliter gewesen sein. Okay, wir warten, rühren zwischendurch mal. Das muss ich jetzt nicht unbedingt filmen. Und dann melden wir uns mit dem Resultat, falls wir nicht noch irgendwelche Anpassungen unterwegs vornehmen. So, jetzt haben wir an diesem Gericht noch ein bisschen rumgerechnet. Ich, nicht ins Wasser. Zeige euch das mal. Folgendes ist jetzt mehr oder weniger das Problem, in Anführungszeichen. Wir haben in diesem Gericht wenig fetthaltige Zutaten. Wir haben jetzt ein bisschen mit Käse experimentiert, wenn man den noch dran schmeißt. Selbst unser super fetter Reibekäse, den wir jetzt quasi für die Tour geplant haben zu verwenden, der hat auch zwar 500 Kalorien pro 100 Gramm, aber wenn wir davon jetzt 30 Gramm dran schmeißen, dann kriegen wir die Gesamtkalorien pro 100 Gramm Effizienz dieser Mahlzeit auch nur auf 345 pro 100 Gramm erhöht. Das ist jetzt keine Katastrophe, aber es fehlt uns einfach die Fettkomponente in diesem Essen. Das heißt, wenn wir das nochmal machen, würden wir eher eine Tomatensahne-Soße machen, als ja, eine Tomatensoße in Anführungszeichen. Also es fehlt einfach die Sahne. Man muss wohl scheinbar an so ziemlich alles Sahne ranschmeißen. Sahne ist halt extrem effizient. Ja, das hat 574 Kilokalorien pro 100 Gramm. Das ist wirklich sehr, sehr effizient. Und einfach, es kommt halt einfach eine gewisse Fettkomponente dazu. Und Fett braucht der Körper halt dann einfach auch draußen. Gerade insbesondere, wenn es kalt ist, dann mag man gerne entsprechend ein bisschen Fett haben. Sind wir bereit für den Geschmackstest? Ja, teste mal. Ich schon wieder? Ich habe eben schon zuerst getestet. Du eben bist dran. Du mutig. Nein. Ben hat Hunger. Na gut. Aber dafür bist du jetzt im Bild. Ha. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist es, da komme ich nicht raus. Tada. Also nur das Video ist halt diese entsprechenden Nudeln. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht eventuell manche Zutaten jetzt noch nicht so hundertprozentig gut durch sind, aber... Ja. Tatsächlich weich. Die Nudeln, fast schon so ein bisschen was al dente-artiges. Nehmen wir nochmal einen größeren Löffel. Du hast den Käse vergessen. Wir haben ja den Käse vergessen. Käse dran, umrühren. Das stimmt. Ich glaube, der Käse könnte geschmacklich jetzt echt noch was reichen. Aber bisher würde ich jetzt sagen, ja, ja, ist in Ordnung, aber mit Käse... Da sieht die Welt gleich nochmal ganz anders aus, ne? So, Käse dran. Wie, du hast eine Gabel und ich muss einen Löffel nehmen? Tja, ich weiß, wo die Gabeln sind. Ich weiß, ich selber auch. Ich bin nur zu faul zum Aufstehen. Was hältst du von etwas Salz? Gewürz ist definitiv zu wenig dran. Ich finde, es muss noch mehr. Noch mehr? Irgendwie ist es nicht durchgezogen.
Ich finde, sind das die Sojakrümel, die so knusprig sind? Ja, das könnten die Sojakrümel sein. Ja, die schmecken halt nach nichts. Richtig. Also nach Soja nichts. Die müsste man quasi vorher in was weiß ich was Intensivem einlegen, damit die dann nennenswert. Aber sie bringen Proteine. Ja. Aber der Biss war halt schon viel besser. Mhm. Weiß nicht, ob das am Gewürz lag oder ob ich vorher einfach ein bisschen was ohne, gefühlt ohne jegliches Gewürz hatte. Wir haben jetzt auch noch ein bisschen Salz noch dran. Ja. Mhm, der Löffel war gut. Mhm. Mein zweiter war auch besser. Mhm. Also mehr Salz hat es definitiv gebracht und nochmal umrühren. Gut rühren scheint auch der Käse besser verteilt. Ja, so. Gut Ahnung. Rühren scheint wirklich ein elementares Bestandteil dieses Gerichtes zu sein. Ist doch erstaunlich lecker. Ja. Hier ist es noch zu wenig Tomaten. Ja, die Tomatigkeit ist relativ gering, das ist richtig. Man sieht es ja auch so ein bisschen an der Farbe. Das ist jetzt nicht übermäßig. Und eine richtige Soße ist auch nicht da, es sind nasse Nudeln, ne? Also das hat alles da schön reingezogen. Ja, gut, aber also das geht auch nicht groß anders, das werden wir nicht anders hinkriegen. Ich würde das gleich mal verdoppeln, die Tomatigkeit, ne? 50%? 22,5 Gramm. Mach. Also ich persönlich finde es besser als den Couscous. Evelyn fand den Couscous besser. Der Couscous war mir vom Gemüse her einfach ein bisschen. Wobei wir angenommen beim Couscous faul sind und auch die... Also hier haben wir jetzt die Fertiggemüsemischung drin. Gibst du mir die mal kurz? Ja. Also die fertige, die man so im Internet bei der Firma, die ich nicht nennen darf, weil ich Angst habe, dass man mir Werbung unterstellt, käuflich erwerben kann. Das Gute bei der ist, ich bin jetzt richtig begeistert, wie weich dieses Gemüse geworden ist. Ne? Also man schmeckt das schon raus, es ist schon vom Kauen her was anderes als zum Beispiel die Nudeln, aber es ist auf jeden Fall richtig gut essbar und nicht so gummiartig wie jetzt die Möhren im Couscous, auch wenn es Leute gibt, die das gar nicht so schlimm finden. Aber das ist halt Geschmackssache, das ist halt bei Essen nun mal so. Ne? Aber dafür ist es natürlich mit mehr Tomate wieder weniger kalorieneffizient. Ne? Ja, die haben keine Kalorien, das Tomaten. Was haben wir vom Gesamtgewicht? 216 Gramm? 186. Ah, 186. Aber wir haben mit Reis dann 216. Mit Käse. Reis, Reibkäse. Anderes Wort mit R. Ja gut, die Gesamtkalorien von dem ganzen Essen sind 720. Das muss ja auch nicht ganz so hoch sein. Das muss nicht ganz so hoch sein, aber das könnte man schon auch mal so machen. Ja, das ist jetzt halt individuell. Das kommt natürlich jetzt auch, wenn man das jetzt plant. 200 Gramm Abendessen mitschleppen, 100 Gramm Frühstück, 100 Gramm Mittagessen, sind wir immer noch erst bei 450 Gramm. Richtig, ja, richtig. Also an dem Tag wäre es dann halt eben einer der. Es ist halt individuell unterschiedlich. Ne? Also wenn man jetzt sagt, man möchte nur 400 Gramm Essen pro Tag mitnehmen, dann ist dieses Gericht jetzt ein bisschen zu schwer. Wenn man jetzt sagt, man möchte 500 Gramm Essen pro Tag einplanen, dann ist das so kein Problem. Portionsmäßig, also die Größe der Menge, die Menge des Essens, die hier jetzt rausgekommen ist, ist definitiv so, dass man sagen könnte, man fühlt sich satt, wenn man das gegessen hat. Also ich bin ein durchaus relativ viel essender Mensch. Ich wiege ja auch gar nicht so wenig und habe einen gar nicht so großen, kleinen Magen. Und ne? Das Soja hat so eine gewisse rauchige Note, finde ich. Ich wollte gerade sagen, das schmeckt ein bisschen, aber fühlt sich ein bisschen so hundefutterartig an. Schon. Nur von einzelnen Soja rauszieht. Aber ich finde es schon besser als gänzlich ohne Fleischersatz, in Anführungszeichen. Klar, das Eiweiß braucht man ja auch irgendwann, also so ist es ja nicht. Also einfach aus physiologischer Sicht ist das Essen mit Soja erheblich wertvoller für den Körper als ohne. Ne? Also bei dem anderen Gericht hatten wir ja Ei dran quasi als Eiweißlieferant und hier ist es jetzt halt Soja. Wobei man ja theoretisch natürlich auch noch Ei anschmeißen könnte. Das würde schon gehen, glaube ich. Nicht so? Würde schon nicht so passen. Okay. Aber man könnte vielleicht ein bisschen weniger Soja und dafür noch ein bisschen Sahne. Gute Idee. Ja, Soja ist reichlich dran. Das muss eigentlich nicht so viel, würde ich auch sagen. Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ein weiteres Rezept ist fertig. Überlegt es euch selber, was wir jetzt hier noch so aufgeschrieben haben. Also ich halte es meinetwegen nochmal in die Kamera, wer damit was anfangen kann.
oder möchte. Ich oder da auf scharf stellen. Ja, ja, danke. Haben wir jetzt alle hoffentlich gesehen. Ihr könnt euch ja einen Screenshot machen und hier unten sind noch ein paar Ergänzungen. Wenn Evelyn schreibt, kann man es auch lesen. Das Gericht Nummer 2. Gericht Nummer 3 folgt morgen Mittag vermutlich, oder? Oder irgendwann. Oder irgendwann, wenn wir Bock haben. Ciao. Du musst Tschüss sagen. Tschüss. Ach so, sorry, ich hab gepennt.